So, jetzt den Fisch nochmal wieder sammeln. Wir sammeln alle unsere Kraft. Blut und Fisch gesammelt. Ah! Diamant, Neptun's Glaive und Kupfererz. Neptun's Glaive? Das ist ein Schwert, Level 7. Nice one. Ich habe einen Level 3. Wie viel Schaden macht's und was hat's für Stats? 18 bis 55 gab, ne, 35. Warte, guck ich mir gleich mal an. Nochmal ganz genau. Ach, leck mich doch, warte. Oh Gott. Einmal kurz mit dem Finger von der Maus runtergegangen, ne? So, warte. 18 bis 35 Damage, minus 1 Speed, plus 2 Defense, plus 4 Gewicht. Das ist geil. Können wir eigentlich mit Diamanten noch irgendwas anderes machen? Diamanten kannst du derzeit verscherbeln. Ich habe den schon Gunther gegeben, also 1000 aufs Minenkonto. Sehr gut. Oh, Scheiße, warte, ich muss gleich mal mein Audio wieder machen. Oh. Nicht an den Peperoni verschlucken. Ist unprofessionell. Da haben wir Loot. Oh, Mother Catch. Eisenerz, so, warte mal. Seltsam, was du da alles fängst. Oh, ich habe 100 Fische gefangen. Ich glaube, mein Beruf steht fest, ich bin Fischer. Und was machst du so in Stardew Valley? Ach, ich unterhalte meine Farben. Und du so, ja, ich gehe in die Mine. Und was machst du so, ich bin Fischer. Was bist du? Das ist ein legitimer Beruf. Scheiße. So. Also soll ich den Diamanten gleich in die Kiste reinschmeißen noch? Wäre so mein Vorschlag, weil derzeit können wir damit noch nichts anfangen und er bringt halt 1000.
Das hört sich gut an. Dann machen wir das so. Dann geht er gleich einmal schön in die Kiste rein und dann hat sich das Thema ja auch erledigt. Mhm. Der Fisch wäre mir fast abgedampft. Katze schläft bei mir. Oh, ich verbrauche nur noch 7 Energie fürs Fischen offiziell gerade. Okay, doch 8. Hä? Versteh's nicht. Gerade eben habe ich nur 7 verbraucht, jetzt brauche ich 8. Hm. So, letzter Fang für diese Session. Also für diese Angelsession. 6 goldene Smallmouth Basses habe ich. Ich sammle gefühlt fast nur goldene Fische. Ich trage gerade mit mir 10 goldene Fische rum. Das sind mehr als ich andere Fische habe, verdammt Axt. Ich habe 7 Silber und 2 Nichtsternige. Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen einen goldenen Fisch weggeschmissen. Ups, das war jetzt doof. Ich habe Schwertdings und den ganzen Kram in meine Kiste reingeschmissen, ne? Hm. Also kannst du ja morgen absammeln. Ja, werde ich machen. Ich weiß nicht, ob du das schon verwenden kannst. Was? Das Ding. Hör, der Diamant bringt nur 750. Bringt der Diamant nur. Ja. Das Schwert? Ja, gut, aber 1500. Das Schwert kann man verwenden. Ja, okay, nur weil da halt Level 7 draufsteht, deswegen. Das sagt nichts aus. Das ist nur die Stärke. Ah, okay. Ich kenne das halt. Wow! Wer bist du denn? Hi there! Good morning! I noticed that you've been breaking some rocks open and finding ore. That's good! If you want to get the most out of the ores, you find you'll need a furnace. Just so happens, I had an extra set of blueprints lying around here. I want you to have them. Du musst übrigens heute, soweit ich weiß, deine Sachen nicht gießen. Ich muss mal nochmal nachgucken. The furnace allows you to smelt metal bars. The bars can be used for crafting, construction and tool upgrades. When you smelt a few copper bars, consider having me upgrade one of your tools. It can make your work a lot easier. Well, okay, I'm heading home. Take it easy. Warum soll ich denn heute nicht gießen müssen? Es Festival, aber ich glaube, du musst doch gießen. Ich wollte gerade schon sagen, irgendwie. Macht Spaß? Ja. Hallo? So. Zack, zack. Ich muss noch ganz kurz Wasser auffüllen. Einen Augenblick. Ja. Oh, wir haben 2000. Wie viel kostet denn noch mal der Rucksack?
2000, aber wir werden heute Geld ausgeben für Erdbeersie. No, okay. Irgendwann kriege ich auch nochmal einen Rucksack und mehr Inventarplatz. Das Ding ist, wenn wir jetzt Erdbeerseeds kaufen, können wir schneller dir den Rucksack kaufen. Meinst du? Bisher wachsen meine Pflanzen nicht. Juch, warte mal. Ich hab einen Valorant Key bekommen. Nice. Oh, Alter, endlich. Ich glaube, ich weiß, was ich morgen dann ein bisschen den Tag über machen werde. Ich glaube, ich werde morgen ein bisschen den Tag über Valorant spielen und ein bisschen streamen. Hm. Also den Tag über und dann abends vielleicht auch noch, aber je nachdem. Oder Shop. Strawberry Seeds. Lush Bunny! Nein. Ja, wie viele Strawberries soll ich kaufen? 20? Dann hätten wir noch exakt 170. Hast du den Tag über was zu tun? So. Help. Vorbei. Moment. Warte, wenn ich jetzt hier mit gefühlt jedem spreche? Nein. Das zählt nicht. Echt, das zählt nicht als Vorstellung? Ach, lol, ist das dämlich. Schön hier unten bei den coolen Dudes. Ah, hier. Oh, Lea! Lea fehlte mir noch. So, dann gehe ich jetzt wieder zurück und pflanz mal die Dinger an. Bin das für dich in Ordnung? Warum nicht? Achso, die sind Sommerfrüchte. Nicht. Oder? Was sind das Sommerfrüchte? Ah, nee. Waiting for other place. Shit. Du bist ein Idiot. Mann, woher sollte ich wissen, dass das passiert? Ah! Lauf mir einfach nicht hinterher, wenn ich das... Ich wollte doch zuerst da zurück. Wir haben soeben das komplette Festival geskippt. Ja. Wir sind richtige Profis. Oh. Immerhin haben wir Erdbeeren. Willst du die noch wenigstens anpflanzen? Ach ja, stimmt ja. Ich kann sie ja jetzt noch anpflanzen. Hast gut, hast recht. Ich schnapp mir mal die Hacke. Ach, du machst die Hacke, okay. Wir müssen uns besser absprechen, aber das kennen wir ja, glaube ich, schon irgendwoher. So, dann gieße ich dir jetzt mal schnell. War jetzt bei dem Festival nicht ganz so extrem schlimm. Ja, aber wäre halt trotzdem schön, wenn man es mitgenommen, ne? Ja, es kommt ja jährlich. So, auf ins Bettchen. Ja, aber so ein Jahr dauert halt auch ein bisschen in Stardew Valley, weißt du? Ey, Katze. Ist halt jetzt nicht unbedingt sofort gegessen, wenn du weißt, was ich meine. Nils, ja? Die Katze ist auf dem Bett. Ja, und? Hast du ein Problem damit? Ja, ich habe ein Problem damit, dass die Katze auf meinem Bett liegt. Leg dich einfach neben die Katze. Katze hat dein Bett annektiert. Das Bett gehört jetzt offiziell der Katze. Das Ding ist, die liegt mitten auf dem Bett. Ja, das Bett gehört jetzt offiziell der Katze. Du musst jetzt gucken, wie du dich um diese Katze herumlegst. Es ist nicht möglich. Ja, dein Problem, ne? Also. Ich habe sie jetzt einfach runtergekickt. So. Flugkatze. Hä? Nein! Need a Scarecrow! Fucking hell! Crap!
So, ich muss mal gießen. Katze. Macht sie wieder Stress? Sie liegt im Weg. Ah. Ja, Katze tut, was Katze am besten kann. So. Zack. Ich hab kein Wasser mehr, Lul. Ich hab dir da mal was hingestellt. Jo, ich hab's gesehen, danke. Die hat einen 8-Teil-Radius. Ah, okay. Das hört sich gut an. Tut es das? Ja, Mann. 8 ist ziemlich viel. So. Moment, es ist Sonntag. Ja, und? Ich muss kurz was machen. So. Zack. So, jetzt fülle ich die Gießkanne wieder auf. Und dann gehe ich wieder fischen. Oder siehst du das jetzt anders? Nur du. Gut. Dann mache ich jetzt fishy Dinge. Oh shit, ich habe kaum mehr Energie. Und dann hau dich kurz ins Bett. Ja, das mache ich jetzt auch. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Hier habe ich überhaupt noch den Riot Games Launcher gerade auf dem... Ist das... der Riot Games Launcher heißt auch wirklich Riot Games Launcher, ne? Was ich da falsch? Package-Loss. Was? Mein Internet hatte gerade sehr wunderbaren Package-Loss. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Ich habe nichts verstanden von dem, was du gesagt hast. Riot Games hat ja einen eigenen Launcher. Der heißt ja Riot Games Launcher, oder? Ja, nur... Soweit ich das weiß, wenn ich meinen League-Client starte, dann... geht das über einen eigenen Client und nicht über einen gesammelten Launcher. So. So. Ah, ich bin wieder voll mit Energie. Nils, hättest du was dagegen, wenn ich sagen würde, es nach diesem Ingame-Tag aufhören? Ja. Haben wir 2 Wochen. Können wir mal wegen machen? Haben wir 2 Wochen gespielt? Das hört sich irgendwie so komisch an. So. Das hört sich echt irgendwie ein bisschen komisch an. Naja, okay. Aber viele coole Dinge sind passiert. Viele coole Sachen habe ich erlebt. 14 Tage Stardew Valley. Und ich fühle mich schon richtig wieder wie im Alltagsleben. So. Fischi, Fischis. Juch. Fisch, gehst du höher? Wow, 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 wow. Jede Form von Extra-Loot möchte ich gerne versuchen mitzunehmen.
Denn Loot ist Loot. Na, 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 na. Loot ist Loot. Na, 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 na. Na, 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 Loot. Klunk. Und vor allem wieder Goldfisch, weißt du? Und noch ein Goldfisch. Warum soll ich jetzt Goldfische nochmal nehmen? Ich glaube, die kannst du ab jetzt verkaufen. Ich weiß noch nicht mal, ob man die überhaupt irgendwie braucht, aber ich meine, da war was. Ja, also offensichtlich fange ich so viele Fische gerade. Wow. Also gerade auch Goldfische. Okay, das Schwert, das du da geangelt hast, ist OP. Okay. Zu diesem Zeitpunkt. Ich two-hitte alles. Ja, nice. Also, ich habe soeben die tankigsten Viecher, die hier auf der Ebene rumgammeln, getwo-hittet. Kriegt man irgendwann ein Boot? Wofür willst du ein Boot haben? Also, ich habe hier halt jetzt gerade so eine Stelle wieder beim Fluss entdeckt, wo halt wieder so ein Blubbern ist. Und da komme ich halt nicht. Noch erklärt, was das Blubbern ist. Ja, also, wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Ich habe da halt nur drin geangelt. Ich glaube, das ist noch nicht relevant. Okay. Weil es blubbert da halt. So. Boah, das Schwert ist echt jenseits von Gut und Böse. Ganz neues Level. Was, von Gut und Böse? Mein Gott, da müssen die Religionen ja ihre Bücher anpassen. Nee. Ich dachte eher so an 5 Level über meinem Schwert. Ach so. Beim Alten. Ich muss mal bei Steam gucken, was es für Fish Awards gibt, Alter. 10 verschiedene Fische. Und das, was du schon hast. Also im Prinzip nur 3 Awards oder was? Soweit ich weiß, ja. Aber du kannst auch tatsächlich in-game nachgucken, wie viele Achievements du hast. Ja, die kriegst du ja auch irgendwie in-game, aber... Bei Collections. Achievements. Oh Gott, ich habe einen schlechten Fisch geangelt. Der ist Silber. Mein erster Silberfisch heute. Weißt du, ich habe schon... Wenn dein Fishing-Skill zu hoch ist und du dich über silberne Fische beschwerst. Ja, was denn? Und noch ein silberner Fisch. Was das denn für eine Rotze jetzt hier? Jetzt wird er aber langsam... Unverschämt. Amethyst. So, wow. Gerade noch so perfekt. Und noch ein Goldfisch. Jetzt habe ich 3-mal so viele Goldfische wie Silberfische. Ratio ist wieder in Ordnung. Okay, jetzt ist es nur doppelt so viel. Jetzt wird's kritisch. Es wird wieder kritisch. Meine Fresse, Alter. Hast du etwa einen normalen Fisch gefangen? Nein, Silberfisch. Bist du blöd? Ich fange doch keinen normalen Fisch, Alter. Obwohl, naja, doch, hin und wieder fange ich schon normale Fische, aber die werden meistens instant gefressen. Die sind ganz unten in der Nahrungskette. Yes, ich hab die Slingshot. Jetzt kann ich wieder Folgendes machen. Jeden Morgen auf dem Weg zur Mine schieße ich Shane ins Gesicht. Habe ich mal durchgezogen. Ja, voll. Dann weißt du, was du zu tun hast? Er fand es an einem gewissen Punkt nicht schlimmer als sonst. Ja, voll. Wenn die Freundschaft auf 0 ist, sie geht nicht unter 0.
Oh, Loot, Loot, Loot. Und ich bin jetzt an einem Level angekommen, wo ich sage, ich brauche eine neue Pickaxe. Oh. Wie viel soll sie denn kosten? Ich meine, die kostet 500. Ich habe noch einen Silberfisch geangelt. Ich habe einen Geode geangelt. Aber der Bait macht echt schon ein kleines bisschen was her. Also er ist nicht sonderlich effektiv, ne? Aber, kannst du den schon selbst herstellen? Weiß ich, ich glaube ja. Ich glaube, dafür habe ich ein Rezept bekommen. So, perfekt. So. Ich habe 9 Goldfische und 4 Silberfische, Alter. Direkt angeln. Direkt, Alter. Wow. Ja, okay, den werde ich jetzt nicht mehr perfekt machen. What the fuck, Fisch? Raste doch bitte nicht mehr so aus. Jau. Ich habe einfach 12 goldene Fische, what the fuck. Hm. Ich habe gehört, Monies are rolling. Ich glaube ja. Und vor allem so richtig ausgeschlafen, kannst du halt auch richtig ordentlich viel angeln den ganzen Tag über. Mhm. Okay, you've used your last piece of bait. Okay, dann jetzt der letzte Fisch, den ich angle. Und dann rollt der Rubel. So, Frozen Geode. Jo. Auf, nach Hause. Juhu! Dip, 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 dip. So. Achso, warte. Den. Kann ich da reinschmeißen. So. Und ab ins Bett. Und dann speichert der ja so oder so gleich, automatisch. Mhm. Sehen wir dann eigentlich noch, sind wir vor dem Speichern noch den Tagesbericht? Ja, ne? Ja. Ja, klar. So. Level 5 Fishing. Fish worth 25% more? Oh Gott, resources required to craft crab pots reduced. Fische sind 25% mehr wert. Ups! Ich hab ein bisschen viel geangelt, hör mal. Lohnt sich auch schon fast. Your progress has been saved. Nice. Okay, dann würde ich jetzt an dieser Stelle sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Mitmachen. Oder sehe ich das falsch? Ja, nö. Wollt ihr jetzt aufhören? Ja. Gut,
dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Mitmachen und war mir auf jeden Fall eine Ehre, nochmal mit dir wieder Stardew Valley zu spielen. Auch an dieser Stelle, wenn es ziemlich spät ist, vielen Dank auch nochmal jetzt hier offiziell, dass du mir Stardew Valley geschenkt hast, muss man ja einfach sagen, und auch Generation Zero. Das habe ich beim letzten Mal noch vergessen zu sagen. Mhm. Boah. Vielen Dank, wie gesagt, dafür. Es ist mir eine Freude und ich habe richtig Bock drauf und ich hoffe, wir können uns dann eventuell morgen oder so nochmal zusammensetzen. Vielleicht nicht unbedingt für Stardew Valley, sondern Generation Zero. Ja. Oder Anno. Und können dann nochmal ein bisschen lustig vor uns hinspielen. Denn es macht auch richtig Spaß, hier abends oder auch generell nachmittags mit dir hier rumzusitzen und zu zocken. Yay! In diesem Sinne, vielen Dank. Wir sehen uns. Adios! Okay, dann sag halt nicht tschüss. Tschüss.